Willkommen, liebe Clasher, bei mit dem Thorsten Ratute beim Clan ÖW40CW. Immer noch hier mit dem Avatar und ihr habt es ja schon im Thumbnail gesehen, die Truppe kann gerne bleiben. Also ich habe diese Kürbisköpfe und die Riesenskelette echt schon lieb gewonnen hier, denn ich greife ja mit mehreren Accounts hier an und deswegen habe ich natürlich auch einige Angriffsstrategien, einige Varianten und mit dem Avatar habe ich greife ich hier eigentlich in der Regel mit einem Queen Walk vorher an. Also ich hau hier gleich rein, die Kürbisse und die Riesenskelette gefallen mir, auch wenn wir hier nach wie vor natürlich nebenher noch Clankriege spielen. Machen wir dieses Event hier und boah, ihr seht das hier an mir, es war heute echt windig, muss man sagen, aber das Wetter hat total verrückt gespielt hier, auch hier aus der Region, wo ich herkomme, war es von richtig scheiße, richtig viel Wind zu, ja, so ein bisschen blauen Himmel, dann plötzlich wieder super blauer Himmel, dann wurde es wieder bedeckt, dann hat es nochmal wieder abgeregnet, also ganz, ganz verschieden, aber ich finde, es ist schon ein bisschen frischer geworden, jetzt auch hier oben. Ich bin hier unterm Dach und heize hier auch nicht so super viel, denn irgendwann heizen meine ganzen Geräte hier reichlich rein und deswegen halte ich mich hier sehr, sehr bedeckt, aber ihr seht das hier, wie ich mit dieser Truppe hier eigentlich vorgehe im RH9-Bereich und ich brauche mit dem Avatar ja nur noch Dunkles. Ihr seht das jetzt hier, ich schlage also gerade in diese Ringbase hier in Funnel und dann komme ich hier mit dieser Horde und ich mag die. Das habt ihr, glaube ich, gestern auch schon gehört im Stream vom Sky. Ich verlinke ihn euch nochmal oben. Ja, da oben. Da oben müsste das sein. Wer ihn nicht gesehen hat, der hat ja gestern Abend, der hat mich total auf den falschen Fuß erwischt. Ich hatte nämlich gerade so meine Schuhe an und habe gedacht, so, Toto, jetzt fährst du ein bisschen einkaufen, bevor du dir später den Stream von Waldfee reinballerst. Selber habe ich nämlich nicht gestreamt und dann bimmelte der Sky plötzlich durch, so nach dem Motto, Toto, hast du Bock auf einen spontanen Livestream? Und ich denke so, boah, was will denn der jetzt? Mann, aber ich kann nicht Nein sagen, wenn Olli mich fragt, dafür kennen wir uns schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen zu lange, aber ich mag das. Ich mag das, muss ich sagen. Und bin dann auch Gewehr bei Fuß. Ich habe dann zwar noch geschrieben, boah, ich bin überhaupt nicht rasiert. Also ich war, glaube ich, 6 oder 7 Tage. So sah eigentlich mein Gesicht aus. Also ich war wirklich, hatte einen richtig netten Bart und habe mich dann, während ich dann ins Bad gegangen bin, habe mich echt fix rasiert. Einmal trocken, einmal nass. Habe ich dem Olli so nebenher geschickt, ja, ich bin gleich da, ich komme gleich. Und so waren das dann, denke ich mal, schöne 1,5 Stunden. Und ich kann euch sagen, wir haben danach noch so ein bisschen rumgequatscht und haben uns noch tatsächlich auch mal vor der Facecam gesehen, denn ihr habt ja gestern gesehen, wir waren ja beide mit der Facecam in dem Stream drin. Und das war vor allen Dingen richtig krass, weil wir das vorher noch nicht geübt haben. Also vieles üben wir ja vorher, machen wir dann schon mal in so kleinen privaten Streams, probieren so ein bisschen was aus. Und ich habe irgendwann mal so diese Idee aufgeschnappt, habe ich ja auch schon mal bei anderen YouTubern gesehen, die dann irgendwo 2 Camps drin haben, also wo sich quasi 2 Kumpels zu einem Spiel treffen und dann spielen. Und so war das ja hier auch. Und ich muss echt sagen, ich muss mal eben was schauen, ja, ich muss wirklich sagen, das war ganz spontan. Er hat auch gleich geschrieben, ey, wir machen Skype. Und ich denke so, ach hey, nee, Skype ist ja überhaupt nicht mein Tool. Aber egal, angeschmissen das Ding. Und ja, ich glaube, es ist uns an der Stelle ganz gut gelungen, glaube ich. Denn die Dorfbesuche bzw. die Clanbesuche waren es ja. Die haben richtig Bock gemacht. Und auch eure Kämpfe hier mit diesen Truppen hier, also mit den Halloween-Truppen. Wie gesagt, von mir aus können die gerne bleiben. Ich finde die total okay. Ich habe in allen Rathausstufen mit diesen Truppen echt gerockt. Kann man nicht anders sagen. Ich habe auch nichts anderes benutzt. Habe erst gedacht, als die Truppen rauskamen hier für RH9 und RH10, 44 Stück bei RH9 benutzen, 48 Stück bei RH8. Da habe ich eigentlich erst gedacht, ach hey, das kannst du ja gar nicht bringen. Da kriegst du ja gar keinen Angriff mehr zustande hier. Aber nichtsdestotrotz kriegt man hier Angriffe zustande. Ja, den nehmen wir mal mit hier. Dann sehen wir zumindest mal, wie ich eigentlich an so einen Gegner dran gehe.
Wir nehmen hier mal vier. Alles klar, Toto. Vier Queens. Nein, wir nehmen natürlich eine Queen und vier Heiler. Und ich lasse mir den letzten Heiler einfach für dieses Riesenskelett oder für zwei Riesenskelette, denn die sind echt nett. Also die machen einen Schaden. Das ist der Hammer. Und die haben auch noch Heal Points ohne Ende. So, da habe ich schon mal die Mauer auf. Jetzt muss ich nur mal so ein bisschen gucken, wo die hingehen. Denn ich muss so ein bisschen jetzt gerade mal die Clanburg, glaube ich, giften. Dann machen wir mal hier so ein bisschen mit dem Babydrachen weiter. So, der King, also ich möchte auf jeden Fall nicht, dass der King mir irgendwie außen umgeht. Ja, da nehmen wir den schon mal raus. Was habe ich eigentlich in der Clanburg? Okay. Ja, wir nehmen die Clanburg mal mit. So, jetzt haben wir hier noch drei Riesen. Also jetzt schickt man natürlich alles hier rein. Und wen wir hier auf jeden Fall reinschicken, das sind die Kürbisköpfe. Unter Wut nicht aufzuhalten hier, die Jungs. Nicht aufzuhalten. So, die machen wir jetzt nämlich mal wütend. Und das ist echt eine krasse Truppe hier. Die sollen mir das Dunkle holen. Und wenn es dann geht, noch ein bisschen mehr. Das machen die hier auch. So, hier nehmen wir die nochmal in Wut rein. Weil wir hier nicht nochmal durch die Mauer kommen. Und wir können hier nochmal mit dem Baby ein bisschen was machen. Ja, das ist auch dann eigentlich schon gewesen. Wir nehmen hier noch einen Magier. Ja, ihr habt das gesehen. Also es ist wirklich, ich bin total begeistert von diesen Halloween-Truppen. Denn, ich gucke mal gerade an. Nee, das sind meine normalen Riesen. Doch, da ist noch ein Riesenskelett drin. Und vor allen Dingen kannst du den als Mauerbrecher benutzen, wenn er nämlich drauf geht. Dann geht auch die Mauer drauf. Habt ihr gerade gesehen? Der macht die Mauer hier auf, habe ich gestern auch im Stream gesagt. Wenn man den an eine Mauer rennen lässt und der geht dann kaputt da, dann ist der quasi Mauerbrecher. Der macht da komplett alles auf. Der schafft vier Felder zu destroyen hier, je nachdem, was da für Gebäude stehen und was für Defenses dort stehen. Und ich habe da totalen Spaß dran mit allen Accounts. Ich habe erst gedacht, na komm, das ist wieder so ein 20er Erfolg in 6 Tagen. Den schaffst du wieder nicht mit allen Accounts hier, Toto. Aber ich schaffe ihn. Ich schaffe ihn echt gut. So, jetzt muss ich die Queen aber einmal zünden. Denn 70% will ich nur haben. Dann breche ich das Ding ab hier. Ja, das reicht mir. Den haben wir auf 0 gefarmt. Es war jetzt nicht so super viel Dunkles. Aber ich brauche ja auch nicht mehr so viel. Und ich level ja mit diesem Charakter hier mit dem Avatar eher langsam, also eigentlich richtig langsam. Und es freut mich nach wie vor, dass ich in diesem Clan bin. Also der Ü40-CW-Clan hier ist ein Ü40-CW-Clan. Und wie unglücklich, da ist es gar nicht, wie unglücklich wir hier spielen, das könnt ihr hier mal kurz sehen. Zwei Clankriege hintereinander nach Prozenten verloren. Das ist schon mega Pech, kann man nicht anders sagen. Und der letzte Clan war auch ein deutscher Clan, Napalmgemüse. Und finde ich, waren sehr, sehr faire Sportsmänner, denn sie waren kurz mal hier in dem Clan drin und haben gesagt, Mensch Leute, schöner CK, war super spannend. Das finde ich immer sehr, sehr fair. Also das sind echte Sportsmänner hier. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal weiter mit dem RH10. Ihr kennt das aus meinen Streams. Ich schalte einfach mal um auf den Toto hier, denn boah, der muss noch einen Clankriegangriff machen, ja. Und womöglich schaffe ich den gar nicht mehr in 36 Minuten. Da kann ich ja jetzt schon mal anfangen, gleich meine Helden zu boosten. Also wir suchen erstmal hier einen Gegner. Das kann ein bisschen dauern. Denn bei dem hier, der jetzt in Champion 1 ist, da habe ich heute komischerweise ziemlich lange die Lupe gehabt. Nehme aber exakt die gleichen Truppen. Also hier muss ich 48 Kürbisträger nehmen und zwei Riesenskelette. Die habe ich auch dabei, damit ich diesen Erfolg hier auch schaffe. Denn 250 Games, Leute, einfacher können sie fast nicht verdient werden. Ja, auch wenn der ein Adler defat hier. Ich glaube, die stört mich gar nicht mal. Nehmen wir den hier mal mit. Das Problem ist natürlich, man muss gewinnen. Ja, man muss gewinnen. Und manchmal muss ich natürlich auch gegen Bases ran, die so ein bisschen stärker sind. Nicht gegen mich, aber die halt so ein bisschen stärker schon sind von der Defense. Und vor allen Dingen mit den Truppen hier. Mal gucken, ob mir das gelingt. Das weiß ich noch gar nicht. Mal sehen hier. Jetzt muss ich mal schauen, was habe ich denn eigentlich hier. Ah, ich habe Loons in der Clanburg. Okay. Ich weiß auch, warum ich Loons in der Clanburg habe. Die will ich gar nicht drin haben. Mist. Naja, ist egal. Wir gehen hier trotzdem mal rein. Mal sehen, ob wir nicht irgendwo die 50% hier schaffen. Ja, die schaffe ich natürlich super, wenn meine Queen schon mal drauf geht hier. Und ich schicke jetzt mal alle Kürbisse hier mit rein, denn die sollen ruhig hier so ein bisschen springen. Jetzt geht natürlich auch gleich die Adler-Dev an.
Das ist aber auch nicht so super schlimm hier. So, hier nehmen wir den Fries mal mit rein. Da ein Baby, da ein Baby. Und dann gucken wir mal, ob das nicht doch noch irgendwo prozentual hier hinhaut. Mal sehen, ob das nicht noch 50% werden. Das werden leider keine 50%. Ja. Naja. Okay, dafür, also für ein Elfer ist die Truppe dann vielleicht doch nicht so gut. Ist nicht so schlimm, habe ich ja halt einen Fehlangriff drin. Aber ich nehme die Armee hier gleich exakt nochmal. Ich habe jetzt nur ein kleines Zeitproblem. Ihr habt das ja eben gesehen. Ich gebe das hier auch auf, denn ich will die Loons behalten. Ich hätte die Loons jetzt auch setzen können. Vielleicht wären die das i-Tüpfelchen gewesen, ist alles nicht so schlimm. Denn ich habe jetzt noch 34 Minuten. Meine Helden brauchen viel zu lange. Das heißt, ich hau hier mal den Boost rein für beide Helden, denn meine Truppen sind fertig hier. Also ich habe meinen CK-Angriff jetzt schon geplant. Weiß, mit was ich hier angreife. Jetzt muss ich mal eben schauen. Oh, ich habe natürlich viel zu viel Gift. Ich hätte hier auch mal was giften können, aber warum auch, Toto? Und jetzt habe ich immer noch ein Gift über... Den machen wir mal weg und dann trainieren wir diese Angriffsarmee nochmal. Und ich springe jetzt rüber auf das Tablet und wir machen hier ein Live-CK. Okay, liebe Clasher, ihr seht, dass ich jetzt ab und zu mal wieder nach unten gucke. Also ich gucke hier eigentlich immer geradeaus in die Kamera. Aber ich schaue jetzt mal wieder auf das Tablet hier, denn ihr seht das schon, ich inspiziere hier den Gegner schon gerade. Denn ich bin jetzt auf der Elgato, also auch da habe ich gelernt, dass ich ein bisschen Geduld haben muss. Und ich bringe auch ein Tutorial, wie bringt man eigentlich hier so ein Android-Gerät, das ist ja mein Tablet, das ist ein Android-Tablet, an den PC ran. Und da könnt ihr auch ein bisschen gespannt drauf sein. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich es mache, weil die Verkabelung hier ist unmöglich. Aber wir wollen trotzdem diesen hier angreifen. Und ich hoffe einfach mal auf 2 Sterne. Ich komme der Adler-Dev entgegen. Ich weiß noch nicht, wie es wird. Es kann auch wieder ein totaler Murks werden von mir. Denn Planung ist immer das eine, Ausführung ist immer das andere. Wir gehen hier jetzt mal in die Ausführung rein. Und ihr seht das, ich habe ja eben meine Loons nicht verbraten. Also ich habe sie jetzt hier noch für den Angriff und seht mir das nach, wenn ich jetzt ein bisschen nach da gucke. Auch das mal zum Zeigen hier. Ja, ich habe hier mein Tablet auf so einem Ständer und der Ständer ist wirklich nett. Also wer da Interesse dran hat, ich kann ihn gerne verlinken. Und hier ist mein Tablet, hier sind die Kabel angeschlossen. Einmal ein HDMI-Kabel und ein Powerkabel und so mache ich meine Angriffe hier live mit euch am Tablet und ich sage jetzt auch einfach mal Attack. Also muss ja losgehen, hier 20 Minuten nur noch Zeit. Und ich gehe hier ganz, ganz ähnlich rein, wie ich eigentlich auch beim mit meinem RH9 hier rangegangen bin. Denn auch da habe ich relativ gleich angegriffen. Ich schmeiße hier jetzt mal einen Eilzauber und nehme jetzt einen Loon. Der löst mir erstmal so ein paar Fallen aus, so dass ich jetzt schon mal die Luftabwehr hier wegbekomme und bekomme jetzt hoffentlich die beiden Lager weg. Also hier geht so ein bisschen so ja, relativ kleinkrämerisch los. Das mache ich hier genauso. So, hier einmal den Eilzauber und einmal ihn hier. Luft löst aus, 3 Stück davon. Und jetzt kommt's. Der Toto nimmt hier Lakaien mit in den CK, beziehungsweise er nimmt nicht nur Lakaien mit, sondern er nimmt auch Kobolde mit. Entschuldigt bitte, ich muss mich mal gerade konzentrieren, dass die Queen hier irgendwie überlebt, denn das war die Clanburg hier, super. Das haben wir schon mal gar nicht mal so schlecht erledigt. Jetzt ziehen wir hier einfach mal einen King mit rein, dass der hier vielleicht noch so ein bisschen was macht so. Und, okay, da kommt jetzt zwar noch ein Loon raus, das ist aber nicht so schlimm. Mein King macht in jedem Fall hier schon mal so ein bisschen mit oder den Funnel mit. So, ich muss mich echt mal eben konzentrieren, Leute. Tut mir wirklich, wirklich leid, dass ich jetzt nicht mehr so richtig bei euch bin. Aber ich versuche hier im Moment mein fast Bestes zu geben hier. Mein Bestes, was ich hier habe. Und mal sehen, wie die Truppen hier durchgehen. Ich
gebe jetzt hier alles in Wut, auch die Drachen, vielleicht hole ich hier mal 50% oder das Rathaus, mal gucken. Der Adler ist jetzt natürlich dabei, jetzt ist die Queen dabei und dieser blöde Feger. Ich hätte doch den Feger vielleicht. Oh, guckt euch das an, das ist doch ein 360-Grad-Feger. 360 Grad. Scheiße. Ah, nein, nein, nein. Und so kriege ich wieder mal gar nichts. Also nichts vom Bonus hier. Scheiße, nee. Diese Feger, ne? 360 Grad, die drehen sich doch einmal um die eigene Achse, ey. Ich habe gedacht, der dreht sich nicht ganz so weit. Wieder nichts geworden. Wieder nichts hier geworden. Also nehmt mich hier mit dem Thorsten nicht in die Zikas mit. Ich mache hier nur Mist. Nein, stimmt natürlich nicht. Also ich habe es probiert. So muss man es ja auch sagen. Und ist nicht so schlimm. Ich muss das auch nicht üben, denn ja, es hat mich. Eigentlich hätte ich hätte den Feger vielleicht an der Stelle fließen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen als die Adler-Diff, denn die Adler-Diff macht an meinen Drachen nicht so viel Schaden, wie als wie an Golems. An Golems macht sie ja mehr Schaden. Und nächste Mal wird es besser. Wir nehmen ja noch so ein bisschen den Trostbonus mit hier. Also ich schwenke nochmal auf den Avatar, denn der hat noch eine Halloween-Armee für euch. Das ist einfach mal wieder so ein bisschen zur Auflockerung hier. Ihr seht, ich bin hier am Ball, auch bei den True Warriors nach wie vor. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir nochmal auf den Avatar. Bis gleich. Ja, ich würde sagen, den nehmen wir mal mit. Der hat das Lager so schön außen stehen hier. Und ich glaube, da ist auch am meisten drin. Also nehmen wir mal wieder, jetzt muss ich mal eben überlegen. Ja, das Doof ist natürlich, das kann ich locken. Okay, das kann ich locken. Also wir gehen hier wieder mit dem Queen Walk vorweg. Vier Heiler und eine Queen. Ja, vier Heiler und eine Queen. So muss es passen. Mal sehen, ob hier irgendwas in der Clanburg ist, was ich so locken kann. Ich glaube, da ist nichts dran. Ich denke mal, da ist nichts drin, sonst muss ich es halt giften. So ist das nun mal. Jetzt muss ich so ein bisschen den Weg immer der Queen abwarten hier. Ob die jetzt nach rechts geht oder nach links geht oder da weitergeht. Ja, mal schauen. Denn ich kann natürlich schon so ein bisschen, ja, ich könnte hier mal funneln mit einem Babydrachen, dass sie in jedem Fall jetzt weiter nach unten geht. Ja, jetzt macht es auch. Und jetzt geht es auf jeden Fall da weiter. Dann nehmen wir hier mal unsere beiden Riesenskelette in Heilung. Ich finde das echt so genial. Kann man nicht anders sagen. Hier nehmen wir mal die Mauerbrecher rein. Und dann haben wir hier noch einen Riesen. Dann machen wir hier schon mal so ein bisschen unseren Funnel, dass auch gleich die restlichen Truppen hier reinlaufen. Oh, fast wäre mir die Queen gestorben. Okay, ist aber nicht. Jetzt muss ich wieder ein bisschen fixer klicken hier. Oh, jetzt haben wir natürlich einen weiten Weg hier mit unseren Jungs, weil ich nur einen Sprung dabei habe. Aber mal sehen. Oh, das Lager ist da ganz, ganz hinten. Ey, shit, shit, shit. So, mal gucken, wie wir da vor Zugange kommen. Ah, okay. Ich könnte das so machen. Ich nehme mal meine Clanburg hier mit. Denn da habe ich ein paar Gräber drin. So, die sind jetzt erstmal darüber und dann heilen wir die Kleinen hier nochmal so ein bisschen durch und nehmen jetzt von hier einmal den Babydrachen auf den kleinen Inferno hier. Nee, nicht Inferno, auf den kleinen Tesla. Aber der stirbt leider. Okay, schaffen denn wenigstens meine Tunnelgräber da das Lager? Ja, das sieht ganz gut aus. Da oben, boah, ist ja noch alles möglich hier. Wir haben ja noch einiges in Heilung und haben ihn jetzt nicht ganz abgefarmt. Ein Zuschauer, hallo. Ich finde, dass diese Funktion hier mit diesem Zugucken da, nicht nur, dass der Gegner ja zuschauen kann, sondern dass auch ganz andere zuschauen können, die mich in der Friendslist haben oder aber die ich in der Friendslist habe. Meistens hat man sich dann ja, naja, man hat sich, glaube ich, zweimal drin. Und ihr seht das aber hier, die Riesenskelette immer noch am Leben hier mit den Riesen. Und das Ding hier räumen wir natürlich zu 100% ab. Ja, super gemacht. Selbst wenn die jetzt noch draufgehen würden von diesem kleinen Mini-Tesla hier, würden die hier letztendlich alles kaputt machen. Ist einfach so, wenn die noch sterben. Aber sie sind mir jetzt die ganze Zeit nicht gestorben. Sind echt gute Tanks. Deswegen, Supercell, diese Truppe hier können wir super behalten. Und ja, sauber gemacht hier. Super Ding. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich das Event hier jetzt mittlerweile auch mit diesem Account hier, es sind ja noch ein paar Tage, ich spiele ja echt mehr accountig und erst vier Angriffe, aber ihr seht das hier, vier Tage, 11 Stunden habe ich noch Zeit, ohne Ende, ich bleibe hier auch immer, nicht immer, ich bleibe hier erstmal noch weiter bei diesem Clan hier, denn mein Ziel ist natürlich 80.000, habe ich, was brauche ich eigentlich für einen King hier?
Ich brauche 140.000, also dauert noch. Ich könnte jetzt zwar auch schon mein Rathaus anstoßen, das läuft ja auch immer in 14 Tage, nee, 12 Tage, aber ich mach's nicht. Vielleicht schreibt er mir das in die Kommentare. Doch, mach dein Rathaus jetzt schon, den einen King-Level, den machst du sowieso nebenher. Kann auch sein, aber ich möchte vielleicht auch ganz gerne noch ein paar Wochen mit dem hier einfach mal Max RH9 sein und mit euch die CKs rocken. Ich werde irgendwann hier weiterziehen und ich würde sagen, das ist gewesen von der Halloween-Folge hier. Vielen Dank nochmal an alle Zuschauer von gestern beim Sky, von heute hier. Und tut mir leid, dass ich am Sonntag kein Video gemacht habe. Sky ist dran schuld, der hat mich nämlich aufgehalten, denn ich hätte abends noch aufgenommen. Ist aber nicht so schlimm. Schönen Montag, schönen Wochenstart. Haut rein. Bis dahin, euer Toto. Clash.